Das Beste kommt zum Schluss. Zum Ende der Saison gibt es doch noch ein Happy End für die Wasserfreundinnen. Und gleich einen Grund, den Trainer baden gehen zu lassen. Geil, das Team ist geil, die Familie Spandau ist geil, also mega, wir freuen uns einfach nur mega. Im Endspiel des DSV-Pokals besiegten sie die Mannschaft vom SV Bayer Würdingen 08 mit 11:8. Umso mehr ist der Erfolg nach dem Corona, der Knoten ist geplatzt. Im Gegensatz zu den Herren wurden bei den Damen nämlich sämtliche Bundesligaspiele abgesagt, inklusive Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Die Zukunft ist ungewiss und für die eigentlichen Tabellenführer aus Spandau entsprechend enttäuschend. Dafür zeigten sie heute umso mehr, warum genau sie Deutschlands beste Wasserballmannschaft sind. Das Team an sich, die Teamarbeit, jeder hat für jeden gekämpft, alle haben zusammengehalten und es hat einfach Spaß gemacht, mit der Mannschaft, mit Spandau zusammen zu kämpfen und zu gewinnen zum Schluss. Der Beginn der Partie nämlich eigentlich gar nicht nach dem Gusto der Titelverteidigerin in den weißen Kappen. Bereits nach wenigen Minuten erfolgt der Führungstreffer der Gäste durch Sabine Buch. Hinten macht es eine alte Bekannte den Spandauerinnen schwer. Viktoria Chamorro, die letzte Saison noch für die Berlinerinnen im Tor stand. Man ist befreundet außerhalb des Wasserballs und im Becken ist man halt Gegner erstmal. Jeder hat seine Schwächen, jeder kocht nur mit Wasser, es ist egal. Bei den Spandauerinnen sorgte dafür Neuzugang Anastasia Smikova mit ihren Paraden für Aufmerksamkeit. Aber die Spandauerinnen ließen sich nicht unterkriegen. Jennifer Glaser brachte ihre Mannschaft wieder in Führung und bis zum Anfang des zweiten Viertels mit dem Stand von 4:4 war es eine Partie auf Augenhöhe. Dann legten die Spandauerinnen ein Tempo vor, mit dem ihre Gegnerinnen nicht mithalten konnten. Beste Werferin war Kapitänin Helene Vosseberg mit insgesamt 4 Toren. Am Ende ist das Spiel eine klare Angelegenheit und die Freude bei den Wasserfreundinnen riesig. Eine Spielerin hat aber gleich doppelten Grund dafür. Mariam Salung wurde zur besten Spielerin des Final Fours gekürt. Alle sind glücklich, es ist alles wunderbar. Einfach nur euphorisch, einfach schön. Die Wasserfreundinnen nach dem wohl wichtigsten Spiel der Saison also zu Recht in Feierlaune. Ein gelungener Abschluss mit Happy End für die Spandauerinnen. Ganz getreu dem Motto, das Beste kommt zum Schluss.